Ja, buongiorno, cari compagni, cari compagni. Schönen guten Tag, liebe Genossinnen und Genossen. Ich bin ganz aufgeregt. Also es ist für mich eine Freude und eine Ehre, hier reden zu dürfen. Aber er wird mir vielleicht verzeihen, dass ich so aufgeregt bin. Berlin. Ja, Berlin steht in der Mitte Europas und es ist ja ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen. Hier ist ja mehrmals erinnert worden und es steht ja auch ganz schön im Vorstandsantrag. Den ich sehr gut finde. Viele Jugendlichen kommen hierher und schon in der Vergangenheit, viele wollten einfach die Freiheit der Mobilität oder der Freizügigkeit genießen. Viele andere kommen aber leider in den letzten Jahren aus dem Süden. Viele aus dem Süden, viele aus Osteuropa, weil hier in Berlin eine Chance sehen und kommen leider aus der Not. Denn viele Jugendlichen gehören der sogenannten verlorenen Generation. Ich kann ja nur ein Beispiel also für Italien nennen und inzwischen diese verlorenen Generationen sind sogar zwei. Es gibt ja Menschen mit 40 Jahren, die nur unter prekären Arbeitsbeschäftigungen gearbeitet haben, die keine Zukunft haben und deren Kinder vielleicht weder eine Zukunft haben werden, also überhaupt. Und viele Familien in Italien nur noch von der Renten von Oma und Opa leben können. Also wenn Opa und Oma nicht mehr leben werden, dann werden die auch kaum Chancen, denn der Sozialstaat in Italien ist sehr, sehr, sehr mangelhaft und läuft auch die Gefahr, weiter auch gekürzt zu werden, auch durch die Kürzungspolitikregierungen sozusagen in den letzten Jahren. Also die Krise ist auch in Berlin mit Händen zu greifen. Und paradoxerweise, es steht hier in dieser Stadt eine europäische Bürgerschaft. Das heißt, also viele Menschen fühlen sich schon Europäer, Europäerinnen, wie ich selbst. Also ich habe mich immer als Europäerin empfunden. Nur müssen wir vielleicht diese europäische Bürgerschaft mit Rechten, mit echten Rechten verbinden. Und dafür plädiere ich für eine europäische Bürgerschaft für alle Menschen, die in Europa leben. Das heißt, sollen vor allem Wahlrecht haben, also passives und aktives Recht haben, in dem Sinne, dass sie sich auch an Parlamentswahlen, nationale Parlamentswahlen beteiligen können und an Landtagswahlen beteiligen können, damit sie sich wieder direkt und aktiv beteiligen können. Ja, ich begrüße hier auch die Initiative, wie wir ja schon erwähnt wurden, der Europeans in Berlin. Die werden um die Stimmen von diesen Europäern, die zurzeit in Berlin leben, werben und für die Linke werben. Also von diesem europäischen Berlin möchte ich, dass unser alternatives Europa dann vorlegen und für dieses Europa kämpfen, gemeinsam mit dem Süden. Ich denke an unseren gemeinsamen Kandidaten Alexis Tsipras. Er kommt aus dem Süden, aber er ist unser gemeinsamer Kandidat, weil er für alle Völker, Bevölkerung, alle Menschen in Europa kämpft. Also Berlin als Ausgangspunkt. Berlin, wo Merkel regiert und woher auch Merkel in Europa regiert, Ausgangspunkt für eine Alternative in Europa, für ein alternatives Europa. Gegen die Trennung zwischen faulen Menschen und fleißigen Menschen, gegen die Trennung zwischen Armen und Reichen, Nord und Süden, West und Osten. Oder Menschen, die Börsenmakler sind und Menschen, die einfach Sozialtouristen oder als Sozialtouristen bezeichnet werden. Also gegen dieses Europa des Lohndumpings und des Steuerdumpings wollen wir kämpfen. Ich sehe in dieser Offensive der Trennung möchte ich eine Gegenoffensive der Gemeinsamkeit entgegensetzen. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass in Europa mehr vereint wird. Und zwar durch Koordinierung der sozialen Sicherungssysteme. Ich finde ja gut, dass im Antrag erwähnt wird oder vorgeschlagen wird, also die Einführung einer EU-Versicherung gegen Erwerbslosigkeit.
Und ein Europa also für gleichwertige Lebensverhältnisse, damit kein Lohndumping und kein Steuerdumping mehr möglich ist. Eine alternative Europa, alternatives Europa heißt auch alternative Strukturen zur EU-Kommission, Europäischen Rat und EZB, die die Diktatur des Finanzkapitals auferlegt haben. Diese Diktatur hat auch die Demokratie ausgehebelt, nicht zuletzt in Ländern wie Griechenland und Italien, wo zum dritten Mal zum Beispiel spezifisch für Italien ein Ministerpräsident regiert, der nicht gewählt worden ist und dem Spardiktat entspricht und noch mehr Prekarisierung in den Arbeitsmarkt einführen will. Vielen Dank.